Hallo und willkommen zurück bei Animal Crossing, meine Lieben, am Freitag. Heute ein bisschen näher als gestern, aber das war ja dem Rainer geschuldet, dass wir da am Laden vorbeigehen können. Der war ja erst ab 18 Uhr da. So, schauen wir mal. Ah, das passt perfekt. So, ich bin gespannt, was haben wir da? Vom Museum. Ein Dino-Ei, okay. Das können wir gleich verkaufen gehen. Dann, oh, noch eins, okay. Haben wir irgendwo ein Nest gefunden? Anscheinend. Und ein Schädel, eine Stegosaurus. Okay. Klingt auch nett. Huch, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Was war das denn eigentlich nochmal? Tulpenstuhl und, ach ja, der Wüstenkaktus, genau. Das haben wir ja geschenkt bekommen. So, und das ist von Tom Nook. Heutiges Sonderangebot, ein Lilientisch. Na gut. Schauen wir uns alles gleich mal an, würde ich sagen. Ein Blick mal eben auf die Info, wie üblich. Oh, das ist was Neues. 27. März. Irgendwo was vergraben. Feld E4. E4, E4. Das ist wo? Bei der Polizeiwache. Okay. Na gut, dann schauen wir da mal irgendwann vorbei. Halt, da sehe ich doch was. Ganz genau das da. Das will ich nämlich nicht. Das ist ja nicht schön. Na, sowas wollen wir nicht. Ich husch mal eben hier nur durch. Oh. Ach toll. Ich stecke gerade in ein Loch fest. In einer Falle. Ich muss mal hier rumdrücken. So, das hat jetzt keiner gesehen, was hinterm Baum war. Ich habe es nur am Geräusch erkannt. Auch schön. Ja, die war auf jeden Fall geschickt platziert, würde ich sagen. Ja, willkommen Tom. Ja, Siebke. Schicker Schirm. Aber brauchen tun wir den nicht, ne? Nee. Nee, nee. Wie kann ich dir helfen? Verkaufen würde ich gerne ein paar Sachen. Nehme ich diese hier. Oh, habe ich eins nicht markiert. Den Tulpenstuhl nicht. Das macht 8372. Okay. Den nehmen wir gerne. Nö, nö, das ist alles. Vielen Dank. Na klar. So, was ich schon mal eben kaufe, ist wieder ein ganzer Stapel Blumen. Jap, hätte ich gerne. Jap, jap, jap. Und auch die da. Gartenprimel, klingt super. Ja. Ja, ja, immer her damit. Dann Triumphtulpe ist auch schön. Eigentlich ist mir das sogar relativ egal, was für welche, Hauptsache Blumen. Ich möchte nämlich gerne mal mehr Blumen bei uns pflanzen generell. Jap. Die nehme ich auch. Und dann nehme ich die da noch. Ein Pfingstfeilchen. Sehr schön. Nehme ich. Jawohl. Wo ich es da oben gerade schon sehe. Rosa Dachfarbe möchten wir, glaube ich, nicht kaufen. Bin ich mir jetzt einfach mal sehr sicher. Oh, was für eine geile Couch. Mm. Oh, da könnte ich jetzt ja schwach werden. Aber erstmal gucke ich hier. Ja, so einen Spiegelschrank brauche ich nicht. So einen Rasensprenger brauchen wir, glaube ich, auch nicht, oder? Lauf mal durchs Wasser. Hm, so ein Röslein-Outfit hier. Oder was auch immer das sein mag. Ah, ich bin jetzt mal zu faul, die ganzen Teppiche und sowas durchzugucken. Aber das hätte ich doch ganz gerne, glaube ich. Was kostet das denn? Ein Designer-Sofa, okay. 2000? Ach, das nehme ich mit. Ja, das nehme ich mit. Für den Preis? Ja, doch, doch. Da fällt mir auch gerade noch was ein. Jungs, muss mal mit euch reden. Ich würde nämlich gerne mal in meinen Katalog gucken. Ja. Ja, ja, ja. Das würde ich gerne. Nämlich, wo haben wir die Sache? Die Schachsachen? Na, da. Sehr schön. So, ich bestelle mal eben nämlich noch zwei von den Schachtischen. Das hatte ich doch eigentlich vor einiger Zeit auch schon mal. Ups. Ah, jetzt habe ich es natürlich weggedrückt. Ach, super. Ja. Und dann das nochmal. Ja, was ich sagen wollte, ne? Quatschen und spielen gleichzeitig. Was ich sagen wollte, das hatte ich ja vor ein paar Tagen erwähnt, dass ich dann mal... Möchtest du bestellen? Ja, möchte ich. Bla bla bla. Dass ich die dann gerne bestellen würde, um damit nämlich den diesen... Ja, ich weiß gar nicht, was ist das? Smaragdtisch, glaube ich. Der grüne jedenfalls, den wir da im Wohnzimmer bei uns sozusagen stehen haben, in dem großen Zimmer. Den würde ich nämlich ganz gerne dann ersetzen.
Einfach weil ich den nicht so schön finde, dann stelle ich mir lieber zwei einzelne kleinere Tische hin, die aber optisch einfach schöner aussehen. Wir können natürlich auch irgendwann mal schauen, dass wir da eine, ja, etwas passendere Serie sozusagen zusammensuchen. Aber für den Moment soll es das erstmal sein. Ja, ja, wir kommen bald wieder. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen. So, dann husche ich mal hier durch. Brauche ich hier noch irgendwas? Nö. Blumen habe ich ganz viele. Das tue ich mir mal eben nach da oben. Mal so ein bisschen sortieren hier. Das Sofa finde ich schon sehr geil. Das stellen wir uns auf jeden Fall dann zu Hause hin. Ach, du bist auch noch da. Du wirst ja nichts Neues haben, da brauche ich jetzt nicht reingehen. Ja, nee, diese Idee mit dem Birnenbaum war super. Ach, apropos Birnenbaum. Ha! Apropos! Ich gehe mal kontrollieren. Das war doch links neben unserem Haus. Direkt mal gucken. Ich zügel meine Erwartungen jetzt allerdings direkt mal, weil in der Regel gehen die ja irgendwie immer ein bei uns. Sollten wir aus Versehen mal Glück haben? Bitte, bitte, bitte. Natürlich nicht. Ah, das ist so ärgerlich, ey. Dass wir jetzt das eine Birnenbäumchen haben, was ja nicht wächst. Also nicht größer wird. Das ist so ärgerlich. Hm, naja, egal. Was haben wir denn hier Feines? Regenbogenpapier. Komm, das nehmen wir mal mit. Das können wir eh gebrauchen. Wir haben nämlich kein Papier mehr als solches. Also, wir haben einiges im Inventar, aber... Ja, so als fertige Briefe schon. Was ist das? Eine Rakete. Ja, okay. Ich nehme sie mal einfach mit. Man weiß ja nie, wer sie gebrauchen kann. So, hier ist eine Gegend mit zu wenig Grün. Sagt zumindest ständig, ständig der Wunschbrunnen. Und jetzt mag ich nämlich mal was testen. Nämlich, ob ich Blumen auch pflanzen kann und das dann als Grün gilt, sozusagen. Ich weiß es schlichtweg nicht. Insofern einfach mal ein paar Blumen hinschmeißen und dann gehe ich jetzt doch mal kontrollieren, was der Wunschbrunnen als nächstes sagt. Wenn er immer noch sagt, das ist dann gegen mir zu wenig Grün, dann kann ich auch nicht weiterhelfen, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Aber zumindest wäre das vielleicht so eine Idee, dass es auch damit funktionieren könnte. Ach, Birgit. Komm, ich sag dir mal Hallo. Ich mach das immer so selten. Hey, Redmaker, wie geht's dir an diesem schönen Tag? Ernährst du dich auch vernünftig? Du musst wissen, dass ich vor kurzem eine Diät abgebrochen habe. Ach. Ja, ich schäme mich allerdings nicht dafür. Ist doch wahr. Es ist mein eigenes Pech, wenn ich meinen Körper ruiniere, oder? Und übrigens bin ich auch so schön genug. Stimmt's? Ja. Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas von mir? Ein Gefallen nötig? Oje, gerade hatte ich noch was für dich zu tun gehabt, aber darum hat sich jetzt schon jemand anders gekümmert. Vielleicht nächstes Mal. Na gut. Na gut, na gut. Ich bin mal ganz spontan eben in Angellaune. Einfach mal so, just for fun. Mal gucken, ob das sich lohnt. Oh. Ah, dieser Fisch ist sehr unbeeindruckt. So vielleicht? Auch nicht? Wow, das ist der unbeeindruckteste Fisch, den ich bis jetzt bei Animal Crossing erleben durfte. Dreh dich um. Dreh dich um. Ja, so ist schön. Jetzt beißen. Jetzt. So ist fein. Ach ja, schon 100 Mal rausgeholt. Eine Barbe, ja, ja. Naja. Man angelt halt 1000 Mal den gleichen Fisch und ab und zu gibt es mal einen besonderen. So ist das halt mit der Angelei hier in Animal Crossing. Warum darf ich nicht? Ist die Brücke im Weg? Ach komm schon, da ist aber jetzt keine Brücke. Veralber mich nicht. Jetzt aber. Ja, danke. Hui, du hast es aber eilig. Na, was bist du? Eine Karausche. Na klar. Was auch sonst. Hey, Julian. Du zischt ja hier sonst wie ab. Hey, haben wir schon Mittagspause? Schön. Ich verspüre mal diesen totalen Energieschub. Wenn es Zeit für ein... Der Zeit ist für ein nettes, leckeres Essen. Wie ein Kind, nicht wahr? Ja, ein bisschen. Worum geht's? Kann ich dir helfen? Gerade hatte ich was. Warte mal. Nein, doch nicht. Tut mir leid. Na gut. Alle wunschlos glücklich gerade. Ist auch mal was Feines. Oh, ist auch ein Fisch. Ja, dir gefallen, dass das auch wieder nichts Spannendes ist. Ich versuch's trotzdem. Niemals die Hoffnung aufgeben. Na, was haben wir da?
Ah, was bist du denn? Eine Bachforelle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... Ja, die hatten wir schon mal. Okay. Dann brauche ich mir die nicht aufschreiben. Ist auf jeden Fall aber seltener. Das ist natürlich schön. Vielleicht sollte ich öfter meckern. Vielleicht bringt das ja auch was. Ne, über die immer gleichen Fische. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Ja, so ist fein. Na komm, beiß schon. Na los. So, super. Ja, was haben wir da? Ein Döbel. Ein Döbel, jawohl. Den hatten wir doch gestern gefangen. Ne, vorgestern, glaube ich. Ist ja auch egal. Hatten wir die Tage auf jeden Fall erst. Aber auch noch nicht kiloweise rausgezogen. Ist also auch ganz schön. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte nicht verjagen. Das war nicht meine Absicht. Na gut. Ich schaufe mal eben das vermutlich Fossil. Ja, ganz genau. Das schaufe ich einmal aus. So, her damit. Die Angel wieder in die Hand. Ach ja, bevor ich jetzt hier weiter angel, Moment. Sag ich einerseits mal eben ganz kurz der Tamara natürlich guten Tag. Weil das andere ja total unhöflich wäre. Hallo. Ah, konnichiwa. Nicht schlecht, was? Ich habe vor kurzem Japanisch gelernt. Cool, oder? Redmaker, wenn du mal mit mir lernen möchtest, gib einfach Bescheid. Was ist los? Was geht so bei dir? Hey, weißt du, was ich gemerkt habe, als ich neulich mein NES-Spiel spielte? Du hast eins? Cool. Du weißt, wie das digitale Steuerkreuz funktioniert. Jetzt kannst du auch den Control-Stick verwenden. Die alten Spiele sind damit wie neu. Mhm. Tja, wenn wir jetzt noch ein Spiel hätten, dann könnte ich das sogar ausprobieren. So, aber ich wollte nämlich einmal hier hin. Weil da war doch die Rede von irgendeinem Schatz, der hier vergraben sein soll. Stellt sich natürlich nur die Frage, wo... Suchen wir mal ein wenig. Ja, so offensichtlich kann ich jedenfalls halt da doch was erkennen. Schön nah an dem Baum dran. Das ist natürlich auch wieder ganz geschickt hier. Was haben wir denn da? Jetzt ausgegraben. Guck mal, was das ist. Ein Royalstuhl. Okay. Ja klar, ich vergrabe auch öfter Stühle. Warum auch nicht? Ne, wenn man sonst keine Hobbys hat, dann vergräbt man halt Stühle. Okay. Ich nehme das mal so hin. Na, Herr Wachtmeister, wollen Sie ein Blümchen an Ihr kleines Wachthäuschen haben hier? Komm, machen wir mal so eins dahin. Und. Ach komm, machen wir eins dahin. Ich glaube, da rennen wir nicht so drüber, weil der direkte Baum da ist. So, flup, einmal dahin. Die Monique, Hallöchen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Welches Anliegen hast du an dem Wunschbrunnen von Yokosuka? Ah. Setz mich mal gerade ein bisschen anders hin, auf dass der Stuhl knatschen möge. Wie ist es so? In Gegenden mit wenig Grün überdeckt ein Gefühl der Verzweiflung oder das andere. Begibt sich zu Feld A1. Immer noch. Okay. Gut. Dann ist alles okay. Also ich meine offensichtlich nicht, aber... Ja, da dampft sie einfach mal aus dem Bild. Ich lass dich da mal mit deinen... was auch immer du hast, alleine. Bin mal so frei. Oh, ganz viel Unkraut. Wie unschön. Mein Gott, noch mehr Unkraut. Hallo Linda. Mach doch mal sauber hier bei dir. Schlimm sieht das aus. Ach, da drüben ist was. Da habe ich aber einen weiten Weg rüber zu latschen. Ja komm, ne? Wer den Pfennig nicht ehrt und so, der muss halt heutzutage mit Euro bezahlen. Nehmen wir mal mit. 1000 Sterne. Sehr schön. Her damit. Vielen Dank. Einmal bitte da oben rein. Und das nehmen wir wieder in die Hand. So. Unkraut ist natürlich ganz unschön. Schade, dass man Blumen nicht einfach wieder pflücken kann. Sonst könnte man sie einfach irgendwo nehmen und woanders wieder hin tun. Hallihallo Redmaker. Du siehst aus wie das blühende Leben. Ja, du siehst super aus. Hä? Nicht so gut wie ich? Nun, das ist eine seltsame Antwort, Korall, aber irgendwie cool. Hey, sag an, was kann ich für dich tun? Gib mir mal einen Job. Oh nein, ganz schlechtes Timing, Korall. Ich habe selber gerade etwas erledigt. Hätte ich doch nur gewusst, dass du Arbeit suchst. Ach, Toni, mach dir keinen Kopf. Ist doch nicht schlimm. Komm mal morgen nochmal wieder oder so.
Oh Mann, ey, richtig mag ich. Du siehst fluffig aus. Und was für der Äuglein. Hey, schöner Tag, nicht wahr, Redmaker? Lass sehen, wir haben es jetzt genau 15 Uhr. Das mag hinkommen. Du dumme Knalltüte, hast du vielleicht verschlafen? Das ist nicht gut, weißt du? Du solltest zu einer vernünftigen Zeit aufstehen. Ja, sagt meine Mama auch immer. Ich sag dann immer, Mama, ich wohne nicht mehr zu Hause, aber egal. Redmaker, hättest du Lust auf ein Spiel? In meiner Tasche befinden sich Karten, auf denen Preise für ein paar Items geschrieben sind, die ich besitze. Ja, du ziehst eine aus der Tasche, keines kostet mehr als 3000 und irgendwas ist eine Frucht, glaube ich, oder? Kann das hinkommen? Möchtest du es versuchen? Ja, ich versuch's mal. Du liebst das riskante Leben, nicht wahr? Lass uns zuerst einen Blick auf das Objekt der Begierde werfen. Es ist ein Spielteppich, okay. Na gut. Als nächstes schauen wir uns einmal den Preis an. Ah, das macht 1630 Sterne. Ja, na gut, damit kann ich leben. Das ist noch okay. Ja, können wir gerne machen, meine Liebe. Machen wir irgendwann mal wieder. Ich drängel mich mal eben hier durch. So, ich glaube, da möchte ich einmal kurz zum Tom nochmal gehen. Da kann ich eben die Fische verkaufen und so ein Kram. Ach, Rex, was machst du hier so? Was wurschtelst du denn hier durch die Gegend? Redmaker, sieht so aus. Es sieht aus, als ob wir uns immer um diese Uhrzeit unterhalten würden. Ja, das mag sein. Das ist gut, wenn es hier nichts ausmacht. Das ist sehr gut. Was gibt's denn so? Was geht so bei dir? Du kennst doch diese Rüben, die Sigrid verkauft. Nun, es hat sich herausgestellt, dass sie schon nach einer Woche schlecht werden. Ach was. Und sobald sie schlecht sind, kauft sie keiner mehr. Bei mir halten sie nicht mal eine Woche. Ich esse sie, bevor ich sie verkaufen kann. Ja, das glaube ich dir gerne. Dir glaube ich das wirklich sofort. So, mal eben beim guten Tom nochmal rein. Willkommen, tritt ein. Sieh dich ruhig um. Du darfst alles anfassen, aber mach nichts kaputt. Das ist nicht meine Absicht, keine Sorge. So, ich brauche mal eben ein, zwei Bäumchen bei dir noch auch. Ein Bäumchen, 60 Sternis. Das hätte ich gerne. Ja. Schade, dass es dafür keine Lose gibt, ne? Ach komm, so, wir verkaufen jetzt erstmal. Weil, sonst kann ich die anderen Bäumchen gar nicht kaufen. Vor lauter Kram im Inventar. Das kann weg. Kann auch weg. Und das... Nee, das kann ja nicht weg. Das will ich in eine Wohnung stellen. Ha! Das wäre jetzt schon wieder beinahe so eine schlaue Aktion geworden. Ja, das Zusammenrechnen macht das 2135. Hm, schade. Ich hatte gehofft, die Bachforelle bringt ein bisschen mehr. Nö, nö, das war alles erstmal. So, dann gib mir doch mal aber noch das eine Bäumchen da. 60 Sternis, ja, das möchten wir haben. Vielen Dank. 60 Sternis, vielen Dank. Ja, machen wir gerne. Gut, so, dann würde ich sagen, pflanze ich einmal hier irgendwo nochmal direkt auch eins hin. Hm, wo pflanzen wir denn hier am besten eins hin? Weil Feld A5, wo wir hier gerade sind, wird ja auch immer genannt, als hier ist zu wenig grün. Da ist auf jeden Fall was zum Ausgraben. Das hole ich mir mal eben noch. Noch ein Fossil. Na gut. Na gut, das nehme ich mit. Einmal her damit. Danke. Ja. Wie wäre es mit da? Ich weiß nicht, ob das ein guter Platz ist, aber da ist es zumindest nicht so optisch im Weg oder so. Denke ich mir gerade so. So, und dann gehe ich einmal noch... Oh, einmal das Unkraut wegmachen. Noch mehr Unkraut hier? Nein. Das ist beruhigend. Das ist auch nicht so eine schöne, duftige Stadt hier. Mit ohne Unkraut und ohne Müll. Da verscheuche ich vor lauter Freude die ganzen Fische. So, und beim Postamt sollen wir ja auch mehr grün machen. Dann machen wir das mal. Ja. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich tue jetzt einfach mal hier einen Baum hin. Kann ich hier einfach so pflanzen? Ja, ne? Naja, klar. Ich habe gerade auch gemacht. So, ist auf diesem Feld. Der will ja auch nicht so ganz wachsen. Bin echt verwirrt, warum die manchmal nicht so ganz wachsen wollen. Ich verstehe den Grund dahinter nicht so ganz. Aber gut, ich muss das ja auch nicht immer verstehen. Das muss ich absolut nicht. So, wo ich gerade hier bin und wir so viele Briefe haben, bringe ich die einmal direkt auch weg, würde ich sagen. Ja, hallo Paddy. Ich möchte einen Brief versenden, nämlich den da. Und wir haben noch mehr.
Jap, jap, jap. Möchte ich gerne. Den da. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach mal 4 Stück versende. Ist auch egal, ne? Ach komm, ich mach das einfach. Jap. Auch wenn wir wieder nur 3 zurückkriegen werden, macht das überhaupt nichts. Ja, ja. Komm, den machen wir auch noch weg. Dann sind sie halt weg. Ist ja eigentlich wurscht. Hauptsache, wir kriegen Fossilien wieder. So, das war aber alles. Ich danke dir. Gut, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas hier eigentlich machen möchte, großartig. Nö, eigentlich bin ich gerade mal faul. Doch, das möchte ich noch machen. Ich möchte das Designer-Sofa nämlich bei uns hinstellen. Das können wir schon mal machen eben. Machen wir das mal. Sonst wäre das wirklich ein sehr kurzer Teil heute. Was jetzt auch nicht so schlimm wäre. Aber, bevor ich das nachher vergesse. So, dich ziehe ich schon mal ein bisschen aus dem Weg. Morgen kommen ja dann eh die Tische an. So, das Designer-Sofa stelle ich jetzt einfach mal mitten rein, würde ich sagen. Ja, das war nicht ganz der Plan. Wie viel Platz habe ich hier drüber? Kann ich das noch hochziehen? Ach, kann ich sogar. Das ist geil. War voll die Party hier. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann können wir morgen hier einen Tisch da hinstellen. Ja. Entweder machen wir den zweiten noch direkt da dran dann. Dass das wie der Vierertisch hier wirkt. Ne, mit diesen vier Plätzen. Naja, das können wir ja dann morgen gucken, würde ich sagen. Ja, Sofa passt aber farblich auch ganz okay eigentlich hier rein, würde ich sagen. Vielleicht filmen wir irgendwann nochmal was Geileres, aber das gefiel mir jetzt gerade einfach mal ganz spontan. Gut, dann würde ich aber sagen, mache ich an der Stelle jetzt tatsächlich einfach mal Feierabend. Und ja, dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Ich danke euch natürlich fürs Reinschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns bei der nächsten Folge Animal Crossing wieder, und zwar morgen. Bis dann erstmal. Ciao.